Wie bewertest du seine Aussage? Ist das so ein bisschen Kritik am eigenen Team? Ja, ein Fahrer ist natürlich nach so einem Rennen extrem frustriert. Und wie er sagt, das hätte man über Winter machen müssen. Das macht man nicht über Winter, wenn die Saison anfängt, Ende November, wann aufhört und dann muss man im Februar wieder dastehen. Dann in der Zeit ändert man kein Konzept. Wie ich vorher schon gesagt habe, die Entscheidung muss man treffen im April, Mai. Und letztes Jahr, April, Mai, wäre es sicher auch falsch gewesen, zu sagen, wir ändern jetzt komplett das Konzept. Weil sie wussten ja, was sie mit dem Konzept noch machen können. Und so früh dann nach 3, 4, 5 Rennen ein komplettes Konzept auf den Kopf zu stellen, wo man jetzt, die haben ja auch 2 Jahre oder länger daran gearbeitet, ist die Entscheidung ist extrem schwer und extrem risikoreich.